So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Commentary. Ist mal wieder was später, deshalb versuche ich mal wieder was leiser zu reden und nicht so rumzubrüllen wie sonst. An meiner Sprechgeschwindigkeit wird es natürlich im Pöst wahrscheinlich wieder nichts ändern und ich werde wieder so schnell reden, dass niemand was versteht. Auf jeden Fall ging es mir heute um ein Thema, was ich ja auch schon, ja, ich bin ja schon was länger auf YouTube unterwegs und habe da mir so ein paar Sachen zusammengesammelt, die ich vielleicht so als Denkanstöße, dachte ich, mir zusammen in ein Video packen kann, wo man, denke ich, mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen kann. Und eigentlich hatte ich ein anderes Thema geplant, aber das wird jetzt etwas nach hinten verschoben. Das wird schon alles klappen. Und zwar sind es natürlich jetzt... Mein Gott, der Wind. Und zwar sind das jetzt natürlich verschiedene Themen, die ich trotzdem versuche, irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Und zwar fangen wir erstmal an mit den Likes und den Dislikes. Ich persönlich bin ja ehrlich gesagt ein Freund davon, dass man Sachen auch sagen kann, die sind jetzt total Müll oder das passt überhaupt nicht zu dem Titel oder überhaupt nicht zu dem, was es eigentlich sein sollte, geben wir denen einen Dislike, so. Auch wenn ich das irgendwie vergleichsweise selten mache bis gar nicht, außer wenn es wirklich nicht zutreffend ist. Erstmal gibt es dann natürlich das Problem, wonach man den Dislike gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Videoqualität ist schlecht oder das passt gar nicht zum Titel zusammen, okay. Wenn einem jetzt aber das, was in dem Video gesagt wird, nicht gefällt, sagen wir jetzt, das beste Beispiel dafür ist ja die RTL-Reportage damals, also nicht die neueste, sondern die sogar eins davor, für die Gamescom, wo dann auch ein Video drüber war, wie die war, also halt 1:1 übernommen quasi, und dann relativ viele Dislikes waren, einfach weil denen nicht gefallen hat, wie, ja, einseitig das dargestellt worden ist, sagen wir das mal so. Das hat ja dann eigentlich nichts mit dem Video zu tun. Das Video ist ja dementsprechend gut und macht genau das, was es soll, hat aber trotzdem viele Dislikes. Ne? Das ist schon wieder so der Punkt, wo man sich fragt, wonach bewertet man das eigentlich? Und es ist eben auch für Videoproduzenten, glaube ich, recht schwer zu beurteilen. Vor allem, ich sag mal so, bei größeren macht das, glaube ich, dann gar keinen großen Unterschied mehr, weil die eigentlich immer ihre Standardgruppe an Leuten haben, die sowieso immer Likes geben, egal was sie machen. Und dann merken sie vielleicht, dass maximal ein Viertel davon dann negative Bewertungen sind. Und dann können sie auch sagen, ist mir doch schnurz so ungefähr. Oder sie können halt darauf eingehen. Aber es ist halt schwierig. Weil selbst wenn man sagt, okay, ich habe jetzt relativ viele Dislikes, könnte man fragen, woran liegt das? Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als sonst. Und solange man jetzt keine Kommentare hat, die auch darauf hinweisen und sagen, okay, das und das hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung, praktisches Beispiel jetzt Produktplatzierung oder sowas. Obwohl das ja irgendwie auch immer selbstverständlicher wird, dass man die einbaut, ohne dass sich irgendwer beschwert von der Community in Anführungszeichen. Wenn man direkt darauf hingewiesen wird, oder okay, der Einspieler hat mir nicht gefallen, das war mir jetzt echt, ja, das ging mir ein bisschen zu weit oder sowas, dann kann man auch was damit anfangen. Aber anhand von Dislikes ist es sehr schwierig zu erkennen, was man dann jetzt eigentlich anders gemacht hat als sonst. Für mich jetzt persönlich, ich bekomme meistens relativ positive Bewertungen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe meistens wirklich so 4 Likes direkt auf dem Video drauf, so einen Tag später, was ja für meine Größe immer noch sehr, sehr schnell ist eigentlich für meinen unregelmäßigen Video-Output. Ich hatte zum Beispiel mal bei einem Crack-Video-Versuch, nur mal kurz für die, die nicht wissen, was das ist, das lässt sich am besten vergleichen mit den Eurosport-Watts-Einspielern oder dem Programm-Watts, wo die eben so ein Sport-Szenen nehmen und die ein bisschen versuchen lustig zu machen mit so Musik im Hintergrund oder Soundeffekten oder sowas. Und das habe ich aber auch mal in ganz kurzen Video zu einem Anime versucht zu machen. Ich persönlich fand es auch gut, sonst hätte ich es nicht hochgeladen. Und da hatte ich halt jetzt direkt so instant Tag später einen Dislike drauf. Das Lustige dabei ist natürlich, dass es dann 100% negative Bewertungen sind, ne? Das heißt, weil es einem nicht gefallen hat, alle Leute, die jetzt so random da drauf gucken, denken, okay, pff, was ist das denn für ein Müll, so bei 100% negative Bewertungen. Inwieweit das dann auch schon wieder für alle gilt, ist dann auch wieder die Frage. Aber was mir persönlich jetzt, ich kann damit halt nicht so viel anfangen. Okay, einem hat es nicht gefallen. Kann jetzt daran liegen, dass es einfach ein neuer, dass es jetzt schlecht umgesetzt ist, er was anderes erwartet hätte davon oder den Begriff vielleicht nicht kennt und nichts damit anfangen kann. Oder dass es zu kurz war, weil es war halt relativ sehr kurz. Vor allem im Vergleich mit meinen anderen Sachen. Was aber daran lag, dass ich eben lieber ein paar Szenen oder ein paar Gags dafür meiner Meinung nach gut und witzig machen wollte, statt eben das länger zu ziehen, dafür die Hälfte aber totaler Murks ist oder so, totaler Blödsinn. Das sehe ich sehr häufig bei diesen Art von Videos, dass davon irgendwie nur ein Drittel wirklich unterhaltsam ist in irgendeiner Weise und der Rest dann eher oder das immer das Gleiche ist quasi, auch wenn man verschiedene Videos zu dem Thema, zu einem anderen, zu einem Harry Potter Film zum Beispiel sieht, dann gibt es halt immer die gleichen Gags. Ich will mich auch gar nicht direkt so über das Video, darum ging es gar nicht, nur den Zusammenhang versteht. Und ich weiß jetzt halt nicht, ich kann nichts jetzt daran, dass es ein neues Format war oder dass das Format schlecht umgesetzt war, dass er nicht wusste, was es ist. Solange ich keinen Kommentar habe, kann ich damit nichts anfangen. Und ich glaube, das können auch die meisten Leute da nicht so richtig. Das heißt, es gibt auch sehr viele, die dann einfach Dislike geben, weil sie einen schlechten Tag haben oder sowas. Ne? Kann auch sein.
Und solange ich da halt keine, ich meine, was soll ich denn damit anfangen? Ich meine, ich fand's gut, also lasse ich es einfach so, ne? Ich meine, das bringt mir dann, das bringt ja auch denen, die es gedisliked haben, nur bedingt etwas, ne? Weil, woher soll ich dann wissen, sagen wir mal, die mögen mich oder sind Stammzuschauer und sagen, nee, das gefällt mir nicht, dann sag mir, warum es nicht gefällt, dann kann ich es ändern, so ungefähr, ne? Weil ansonsten bringt das irgendwie wenig. Aber wie gesagt, ich finde die grundsätzliche Idee, dass man auch Dislikes geben kann, sehr gut, um eben auch mal, dass man auch die Freiheit hat. Und vor allem, wenn man nach Tutorials sucht, ist das spitze, dass es diese Funktion gibt. Dann kannst du direkt sehen, okay, der hat nur Dislikes, weg damit, ich suche mir ein richtiges. So. Anstatt, dass du dir die ersten Minuten anguckst, denkst, was ist das denn für ein Schmarrn, ne? Weil, sagen wir mal, halt hätte nur positive Bewertungen, hätte es vielleicht 3-4 positive Bewertungen. Und dann könnte man halt jetzt nicht wirklich sagen, okay, ist das jetzt einfach nicht so beliebt oder ist es wirklich schlecht? Aber bei so generell, sagen wir, Videos, wo es Humor geht oder sowas, das ist halt immer, jeder hat seinen eigenen Humor und jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich glaube, es hilft aber nur bedingt weiter. Dann kommen wir mal zu dem zweiten, etwas größeren Punkt. Und zwar bei den Communities von den YouTubern. Hatte ich ja eben schon kurz drüber gesprochen, mit dem, dass sehr, sehr viele Likes generell, dass sehr, sehr viele Leute Likes generell geben, weil sie den YouTuber gefallen, unabhängig vom Video. Dazu soll aber mal erwähnt werden, dass, ich sag mal so, wenn es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, hey, ich habe das Video geliked, bevor ich es gesehen habe, voll cool, so in den Kommentaren schreiben, da wird es voll hochgeliked, der Kommentar, so, also es sehen sehr viele Leute so. Da frage ich mich aber, warum wird das grundsätzlich als positiv angenommen, dass man ein Video, nur weil es von dem einen YouTuber stammt, der vielleicht komplett einen Schmarrn oder einen komplett schlechten Tag oder schlechtes Editing da reingepackt hat, erstmal hochliked. Aber wenn dann Leute sagen, wenn die sogenannten Hater, was auch immer, wie du die bezeichnen willst, die jetzt irgendwie den Typen generell nicht abkönnen oder was weiß ich, was die, worum es denen da geht, ich habe das nie wirklich verstanden, sagen wir mal, auf die Videos gehen und direkt instant Dislike geben, ohne es zu sehen, ist denn da an den beiden Bezügen, ist da irgendwas anders? Weil es ist letztendlich eine Bewertung ohne jeden Zusammenhang quasi. Der eine, weil dem Typen gefällt, der andere, weil der dem, oder den Videoproduzenten, weil der denkt, hey, der ist cool, der andere denkt, weil er, nee, den mag ich nicht. Das ist doch letztendlich das gleiche Prinzip, ne? Man bewertet das Video unabhängig von eigentlichen Video, ohne es auch nur wirklich beachtet zu haben. Vielleicht den Titel gelesen zu haben maximal, ne? Und das ist grundsätzlich, das ist, ich finde das so witzig, dass alle Leute sagen, hey, ich hab's geliked, bevor ich gesehen habe, boah, voll cool, habe ich auch gemacht. Und man sagt, ey, was bist du denn für einer, so, ne? Das ist dasselbe. Und nur um das mal klarzustellen, das wissen, glaube ich, immer noch viele nicht, was mich wirklich wundert, Dislikes helfen übrigens den Videos auch, weil es dadurch, das zählt quasi nur die Bewertung, es zählt nicht, wie gut es bewertet ist. Manche YouTuber, wie Julians Vlog zum Beispiel, leben ja auch davon, dass sie, sagen wir mal, sehr viel Kritik auch ernten mit ihren Videos. Aber die Kritiker gucken es denen natürlich auch, ne? Und bewerten es dann auch. Und dementsprechend wird es dann halt auch höher gelistet, bekommt mehr Aufrufe und wenn er jetzt schon ein bisschen größer ist, mit den mehr Aufrufen natürlich auch mehr Geld. Das heißt, jeder, der den Typen absolut nicht ab kann und dem Dislike gibt auf ein Video, was er nicht gesehen hat, unterstützt ihn damit. Genauso ist es übrigens mit dem Like. Also wenn man sagt, ich will den generell unterstützen, machen die es wahrscheinlich deswegen, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, man sollte wirklich mal drüber nachdenken, ob es nicht die komplette Bewertungsstruktur zerstört, wenn man das so macht. Weil der Sinn dieser Bewertung wird damit ja komplett rausgenommen. Ne? Es ist dann einfach nur, mag ich den Channel, mag ich ihn nicht. Und das ist dann halt auch ziemlich blöd. Vor allem, wenn es, wie gesagt, es gibt, man, habe ich auch vorher schon mal, ich glaube, beim letzten Kommentar, was auch immer, kurz gesagt, es gibt ein paar YouTube-Channels, die stark nachgelassen haben. Aber die haben ihre Fanbase, die immer alles hochliked. Und die nie über irgendwas, vielleicht ein paar wenige beschweren sich darüber und das war's. Und ich finde, das sollte immer noch ein bisschen videobezogener sein. Man sollte dann auch eher auf das Video schauen und nicht auf die Person, die dahinter steht. Das Video auch unabhängig. Ich meine, das geht vielleicht manchmal nicht, klar, aber man sollte das Video zumindest gesehen haben oder zumindest einen Teil davon gesehen haben, bevor man es bewertet. Sonst ist die Bewertungsgrundlage nicht gegeben. So viel nur kurz dazu. Dann zu den Community-Bezeichnungen, sage ich mal. Es gibt viele Leute, die darüber schon gesprochen haben, zum Beispiel Zombie, wer den kennt, ich meine, wer kennt ihn in der Gamer-Szene nicht, hat zum Beispiel gesagt, dass er nicht gerne Fans haben möchte, sondern Zuschauer. Weil Fans, das wird ja häufiger genommen, das Beispiel von eben von fanatisch kommt und dass man eher so keine, sagen wir mal, Zuschauer haben will, die alles generell, was man die anbietet, direkt alles abkauft, was man macht, egal was man macht. Und dann auch irgendwie nicht mehr selbstständig darüber nachdenken.
Ich finde das immer recht schwierig, weil für mich hat Fan jetzt nicht unbedingt so eine krasse Bedeutung. Für mich heißt das einfach, dass man irgendwas mega mag. Das heißt aber für mich nicht, dass man da seine Meinung zurückstellen würde, wenn irgendwas Beschissenes damit passiert, dass man nicht auch mal sagen könnte, nee, das finde ich. Also ich mag das generell, ich bin Fan davon, aber das fand ich jetzt richtig scheiße. Und ich denke, dass man das auch so, wie der momentan benutzt wird, der Begriff, dass man das durchaus auch so stehen lassen kann, dass man als Fan nicht unbedingt alles mitmachen muss. Und auch irgendwann mal sagt, nee, jetzt kann ich mich gar nicht mehr damit anfreunden, was die da gemacht haben. Aber um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, viele Communities haben dann ja so eigene Namen, was ja an sich Zusammenhaltsgefühl stärken soll, was weiß ich. Ich persönlich finde das immer ein bisschen komisch, muss ich ehrlich so sagen, wenn dann sagen, hey, ich bin, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nur Löwenkind ein, weil es ja schon irgendwie sehr stark negativ konnotiert ist. Ja, was dann eher durch den YouTuber kommt, aber was auch immer. Oder generell, was gibt es noch alles für Bezeichnungen von den Leuten? Boah, keine Ahnung. Ich persönlich finde das immer so ein bisschen, also einerseits, ja, okay, das schafft vielleicht ein bisschen persönliche Bindung in Anführungszeichen und mein stärkstes Zusammenhaltsgefühl, aber ich finde es immer sehr, sehr komisch, wenn die Leute dann anfangen, sich irgendwie zu benennen nach irgendwas und hey, ich bin auch das. Und ich weiß auch nicht, für mich. Persönliche Meinung, ich finde das sehr skurril. Noch krasser wird es meiner Meinung nach für mich immer, wenn die Leute sich dann Armee von irgendjemandem nennen. Das einzige Beispiel, was mir jetzt wirklich einfällt, wäre LeFloids Army, also von logischerweise von LeFloid. Weil wenn man sich einmal mal den Begriff anschaut, ne, Armee oder Army, was ja die Soldaten letztendlich machen, ist das auszuführen, was ihnen das Kommando von ihnen befiehlt. Und zwar am besten auch ohne selber darüber nachzudenken oder so wenig nachzudenken wie möglich und erst recht nicht seine eigene Meinung da reinzuwerfen, weil das sollen sie nicht. Sie sollen eben streng das ausführen, was ihnen gesagt wird. Was in manchen Situationen natürlich so sein muss, sonst würde es nicht funktionieren. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich bin auch der Meinung, dass in extremen Notsituationen teilweise solche Strukturen notwendig sind, weil es sonst zu gar nichts kommen würde und man sich nur gegenseitig blockieren würde und manchmal muss eben schnell was passieren. Aber ist das jetzt wirklich, wenn man sich mal den Begriff anguckt, ist das wirklich zutreffend auf so eine YouTube-Community? Will man sich so bezeichnen wirklich? Will man selber so ein, ich sag's jetzt mal extrem, so ein hirnloser Fan von irgendjemand sein, dass man ihm alles abkauft und alles macht, was er sagt? Ohne irgendwie, das hast du ja auch sehr häufig, also ich habe es ein paar Mal gesehen, weil LeFloid zum Beispiel sehr, das ist schon viele Kommentare, durch die Kommentare nur wohlgemerkt, ist auch schon ewig her, ich weiß nicht, wie das heute ist. Sehr viele die Meinung von ihm, obwohl er extra sagt, dass es dann nur seine Meinung ist, und dass man sich schön seine eigene Meinung drüber bilden soll, das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Und dass viele Leute seine Meinung so eins zu eins übernehmen, ohne selber irgendwie gefühlt, also wenn du den darauf ansprichst und mit Argumenten, dann sagen die, nö, 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 dann können sie sich auch nicht wehren sozusagen. Also sie übernehmen es einfach, ohne weiter darüber nachzudenken, so kommt es einem vor. Und ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was sowohl der Videoproduzent, obwohl der Videoproduzent will es vielleicht sogar haben, weil hey, dann kann man ja mehr Sachen verkaufen, je nachdem, wie skrupellos der Typ dann tatsächlich ist. Ich habe das Gefühl, dass die Leute ziemlich skrupellos teilweise sind, was sowas angeht. Also wenn man guckt, hey, ich habe euch alle voll gern und so. Und da merkt man schon, wie sehr es ihnen dann irgendwie darauf ankommt, die doch möglichst schnell herzuziehen, egal was für eine Scheiße man denen dann erzählen muss. Dementsprechend finde ich solche Leute relativ sympathisch, die noch sagen, so, ich mache es wegen euch, die Videos hauptsächlich. Ich habe auf jeden Fall angefangen wegen euch. Und mir liegt sehr viel daran, dass mir eure Videos gefallen, aber ich kenne euch nicht, ne? Ich weiß nicht, wer ihr seid. Vielleicht habe ich ein paar Mal von euch mit euch geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Und ich meine, das ist jetzt, glaube ich, bei Let's Player noch nicht so extrem wie bei Vloggern oder sowas. Wo dann wirklich die als Freund dann betrachtet werden, wenn es dann auch noch Kinder sind, die irgendwie in die Pubertät kommen oder was auch immer. Da irgendwelche Probleme haben, dass es eben zu den Situationen kommt, dass sie die als Freund oder was auch immer, als Idol, was auch immer ansehen, oder beides vielleicht sogar, dass man denen auch sagt, nee, so ist es halt einfach nicht. Das, ich glaube, manchmal, ich glaube, die haben die Aufgabe, das zu tun, wenn es schon die Eltern nicht machen, weil sie irgendwie viel zu wenig mit den Internetaktivitäten ihrer Kinder auseinandersetzen. Oder sich irgendwie nicht können oder nicht wollen, was auch immer, dann sollte der YouTuber das auch übernehmen. Der hat da eine Verantwortung, finde ich, für seine Zuschauer. Und vor allem, wenn man so eine komplett stupide Zuschauerschaft hat, die genau das, was man sagt, was man macht, auch wenn es witzig gemeint ist und man denkt, das versteht jeder, die trotzdem irgendjemanden haten oder was auch immer, das hast du so häufig gehabt, ne, dass irgendjemand sich versprochen hat oder
irgendwie was witzig gemeint hat, aber trotzdem gibt es so viele dumme Leute, die es dann trotzdem machen, dem Wortlaut nach, oder die absolut keine Ironie verstehen können, egal wie auffällig man das versucht zu machen. Da kommen wir dann auch wieder zum ursprünglichen Bezeichnung Armee zurück. Ich persönlich finde diese Bezeichnung, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger gefällt sie mir. Also am Anfang ist es mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich das schon sehr krass, sich so zu nennen. Und dass der YouTuber es auch zulässt, sie so zu nennen, finde ich ziemlich schwierig, sagen wir mal. Weil ich mag mich vielleicht ein bisschen an den Begrifflichkeiten aufregen oder aufhängen, aber das gefällt mir nicht, ne? Wenn du mal drüber nachdenkst, wer will denn Teil von sowas sein? Wer will Teil von so einem stupide, das machen, was der YouTuber sagt, Mob sein? Egal, was für ein Müll der macht, ne? Egal, was für ein Arschloch der ist oder also was für ein Arschloch der sich dann rausstellt. Was sie ja meistens ganz gut kaschieren können, wohlgemerkt. meistens. Dass man trotzdem alles macht und das ist halt einfach bescheuert. Jeder sollte mal erstmal selbst nachdenken, ja, und auch wenn man einen YouTuber mag und auch wenn man die Videos von dem YouTuber mag, sollte man sich vielleicht nochmal gucken, okay, das Video gefällt mir jetzt aber eigentlich nicht. Will ich dem Video wirklich ein Like geben? Oder will ich dem nicht mal schreiben in den Kommentaren? Es muss ja auch kein Hate, man muss ja auch nicht direkt beleidigend sein, ja. Für mich sind jetzt auch, wenn man sagt, ich mag das Video nicht, in die Kommentare schreibt, ist es auch kein Hate. Inwiefern es weiterhilft. Weil für mich ist Hate, wenn man sowas sagt, ich finde das total scheiße, also viel extremer so, ne, oder auch oft bezogener auf die Person. Dann ist es für mich Hate. Aber es hilft halt nicht weiter, wenn man sagt, ich finde das Video schlecht. Ja, warum denn? Ne? Dann kannst du, das ist halt genauso wie so ein Dislike, den du so kriegst, wo du keine wirklichen Änderungen gemacht hast, wo du dich fragst, woran liegt das? Was habe ich gemacht? Und ich glaube, dass viele Leute das, also ich habe auch mal ein Video geguckt, von G-Bay war das, glaube ich, der hatte ich eine Zeit lang abonniert, wo ich das Gefühl hatte, dass er noch wirklich, wo mich die Videoinhalte von ihm angesprochen haben, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hat er dann auch mal so ein Video dazu gemacht, dass halt viele YouTuber dann irgendwie auch nicht mehr auf die Kritik eingehen können, weil es auch viele häufig einfach nur extremer Hate ist, wo die dann halt ein bisschen meistens damit umgehen, dass sie es dann eben ignorieren größtenteils. Und das ist halt auch eine Entwicklung, die ich sehr schade finde, weil, ich sag mal, man lebt ja von seinen Zuschauern als YouTuber. Sei es jetzt wirklich wortwörtlich gemeint, weil sie davon Geld bekommen, aber auch sprichwörtlich gesehen. Es ist nun mal so, dass man macht diese Videos, klar, weil sie einem Spaß machen, aber auch, warum veröffentlicht man sie? Weil man will sehen will, wie Leute darauf reagieren, weil man will, dass die Leuten gefallen. Und weil man denkt, was die Leuten gefallen können. Und ich sag mal so, wenn man den komplett das Output ignoriert oder den Input, eher den Input von den Zuschauern ignoriert, dann kann das irgendwie doch auch, dann geht das auch in eine komplett falsche Richtung. Ich meine, das geht dann doch wirklich in eine Richtung, wo man drüber nachdenken sollte, warum, ne? Und ich denke, man sollte ihn auch irgendwann klar machen, das bringt nichts, wenn ihr mich beleidigt oder das Video beleidigt, dann werdet ihr null ernst genommen. Und das führt dazu, dass vielleicht Kritik generell null ernst genommen wird. Und ja, ich glaube, das kommt auch viel dadurch, dass YouTube ein bisschen immer jünger wird und da viel mehr Einfluss von, sagen wir mal, unerfahreneren Leuten kommt. Aber, ne, man sollte sich wirklich mal darüber bewusst sein, was für einen Einfluss das haben kann. Und dass vielleicht wirklich Leute einfach komplett ignorieren, was sie an Kritik da bekommen. Und das ist halt bescheuert. Irgendwann, ich finde es auch schwierig. Ich glaube, wenn ich wirklich nur beleidigende Kommentare oder so auf dem Format, ich weiß nicht, ob ich das wirklich ernst nehmen könnte. Weil wenn jetzt wirklich so ein irgendwie extrem runtergehatet wird, vielleicht würde ich es einfach nicht mehr produzieren, klar, könnte man machen. Aber ich weiß nicht, ich könnte das nicht ernst nehmen einfach, ne? Für mich ist das einfach keine. Wie soll ich das als Kritik akzeptieren, wenn sich das vielleicht jetzt nur auf mich als Person richtet und mich irgendwie fertig machen will, was auch immer. Vor allem am witzigsten ist dann ja, wenn es nur um das Äußere geht, ne? Ey, du bist fett, was auch immer, ne? Was hilft mir das jetzt, ne? Toll, schön für dich, dass du dich irgendwie abreagieren musst, weil du im Leben auf die Schnauze bekommst, ne? Aber was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht, das ist alles, ich finde, man sollte immer noch den Bezug haben, man sollte immer noch, egal wie schwierig es manchmal ist, auch an dem Input, den man von seinen Zuschauern bekommt, aktiv dranhängen und versuchen, den auch wirklich umzusetzen irgendwie. Wie gesagt, es ist halt nur wegen Like-Dislike-Verhältnis oder sowas ist sehr schwierig. Und ich glaube, jeder, der den YouTuber wirklich mag,
oder generell seine Videoideen total geil findet. Wenn er einen Dislike gibt, sollte er auch einen Kommentar schreiben, warum. Ich sag nichts, also wenn mir das Video nicht gefällt, soll man das auch disliken dürfen. Wo sind wir denn hier? Noch witziger sind ja die, die dann sagen, hey, warum hast du das denn gedisliked? Ja, weil es mir nicht gefallen hat, Junge. Warum likest du es, wenn es dir nicht gefällt? Das ist auch bekloppt. Oder warum likest du, wenn du es nicht gesehen hast? Das ist genauso bescheuert. Ich finde, jeder, der den YouTuber wirklich mag, sollte dann auch sich die Zeit nehmen. Es muss ja kein Roman-Kommentar sein. Einfach nur kurz Knipser zu sagen, hey Junge, ich mag dich eigentlich. Ich mag die Videoideen, die du hast. Aber in dem Punkt bist du jetzt vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, hast komplett versaut quasi. Weil, lalalala, ne? Also, dass man schön auch die Begründung hat, dass man auch weiß, was denn jetzt daran also groß anders ist. Vor allem als Videoproduzent hast du teilweise auch vielleicht den Überblick nicht mehr, wenn du wirklich so viele Videos machst. Was genau hast du denn da jetzt anders gemacht? Weil ich stelle mir das nur als Let's Player sehr krass vor. Ich meine, da kann man auch nichts mehr dran ändern, wenn man alle abgedreht hat in einem Rutsch, ne? Aber was kann man denn da, wenn man zig Videos am Tag hochbringt, wie soll man denn da noch darauf reagieren können, so wirklich so schnell? Das geht halt einfach nicht. Aber vielleicht fürs nächste Projekt oder generell auf den Stil bezogen, hey, das gefällt mir nicht. Und dann kann man damit auch was anfangen, meine lieben Freunde, aber ansonsten geht das halt nicht. So, das war jetzt ein für 20 Minuten noch vergleichsweise kurzer Kommentar, von dem ich vielleicht ein wenig durcheinander bekommen bin, was die Themen angeht, wie immer. Ich würde mich sehr über eure Meinung zu dem Thema freuen. Ich diskutiere auch gerne darüber, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendeinen Sinn hat zu diskutieren. Übrigens mal ein kurzer... Ich gucke in letzter Zeit, also so ein kurzer, noch fürs Ende, ein bisschen themenunabhängiger. Ich gucke ein bisschen bei Ninotaku TV, wenn ihr kennt, das ist ja, glaube ich, der bekannteste Anime-Kanal, einer der bekanntesten deutschen Anime-Kanäle. Und zwar hat er so eine Top-Liste von besten Animes gemacht. Das bedeutet, es sind letztendlich die beliebtesten, weil wer am meisten dafür gewotet hat, dass es die besten sind. Und darunter gibt es auch halt sehr häufig Leute, mit denen ich gerne diskutieren würde, weil ich gerne sagen würde, hey, du findest den Anime deswegen gut, ich finde ihn deswegen schlecht oder deswegen nicht so gut. Aber mit den Leuten kann man dann meistens nicht reden. Das ist so wie in den Politdiskussionen. Ich habe ja ewig keine Talkshows oder sowas mehr gesehen. Die brüllen sich ja letztendlich nur quasi ihre Meinung ins Gesicht und niemand weicht auch nur einen Millimeter von seiner Position ab und akzeptiert überhaupt das, was der andere sagt. Und genauso ist es da häufig auch und dann sehe ich halt auch irgendwann einfach nicht mehr ein, dass ich mir die Mühe geben sollte, mit denen zu schreiben, wenn er einfach nur 1:1 das übernimmt, was quasi der Anime ihm sagen will. So. Klassisches Beispiel zum Beispiel Death Note. Ich persönlich finde, dass die, sagen wir mal, manche Sachen gegen Ende bei Death Note ziemlich wirr werden und auch teilweise etwas unlogisch werden. Wenn man, je länger man drüber nachdenkt, finde ich teilweise, je unlogischer wird es. Zum Beispiel mit dem Einsperren lassen, bla bla bla. Und der Typ meinte halt, nein, das wird im Anime so gesagt, dass es denn voll der geniale Schachzug wäre, also ist das so. Und mit solchen Leuten kannst du halt nicht wirklich diskutieren, ne, weil die einfach, teilweise habe ich das Gefühl, auch für logische Argumente nicht mehr zu erreichen sind. Ich meine, es ist genauso häufig, dass ich da mal richtig Kontra bekomme und sage, nö, deshalb gefällt ihm mir, nö, das finde ich von dir so falsch aufgefasst, da sage ich auch nichts gegen. Aber teilweise habe ich wirklich das Gefühl, mit manchen Leuten kannst du einfach nicht diskutieren. Trotzdem, eure Meinung würde mich interessieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Kommentar wieder. Bis dahin, tschüss.